Ja. Vor vielen tausend Jahren, da lebten ein Mann namens Josef und seine Frau mit Namen Maria. Maria erwartet ein Kind und die beiden waren unterwegs nach Bethlehem. Als sie dort ankamen, waren sie müde von der langen Reise und hatten Hunger und Durst. Sie kamen an einer Herberge vorbei und klopften dort. Aber sie hatten natürlich nicht reserviert und traurig keine schicken Kleider, also wurden sie vorgejagt. Julia, das Herberge gibt es ihnen nicht besser und so auch bei der immer lassen. Lieber nicht ein Unternehmer gab ihnen ein Zimmer, als sie an der letzte Herberge in dem gekommen waren. Hatte der Wirt Mitleid mit den beiden und ließ sie in seinen Stall. Dort waren sie wenig sind vor der Kälte geschützt und hatten bei dem Tier einen Platz zum Ausruhen. In dieser Nacht kam der kleine Herr Jesus auf die Welt, dort im Stall zu Bethlehem. Seit dieser Zeit feiern wir Weihnachten.